BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Jeder Zug ein Genuss mit Brinkhoffs Nummer 1, dem offiziellen Bier von Borussia Dortmund. Jawohl, herzlich willkommen bei BVB Total und Brinkhoffs Ballgeflüster zum 23. Mal hier im Clubhaus 1249 mitten in Dortmund. Schmelle, sind Noten wichtig für dich? Es ist mir schon mittlerweile egal geworden, außer es sind halt richtig krasse Unterschiede zwischen meiner Wahrnehmung und der Wahrnehmung der Journalisten. Dann frage ich halt nur mal nach, wie das denn halt dazu kommen konnte. Es gibt ja so viele Zeitungen, die Noten geben. Und da zwischen 2 und 5 ist ja an einem Spieltag bei einem Spieler alles drin. Ja, und aber es gibt doch am Stand auch nichts Schöneres, als über Noten zu diskutieren, finde ich. Ja, klar. Das gehört doch einfach dazu. Doch, über das Spiel. Über das Spiel einfach. Ja. Das ist ja das viel Entscheidende. Hast du dich denn über deine 5 früher geärgert, Nobby? Ich habe immer eine 5 gekriegt. Das war ehrlich. Ein Tor war eine 4, 2 war eine 3. Ist ja auch nicht schlecht. Der Maßstab wäre bei mir aber ganz schön bitter gewesen. Ne? Jetzt hast du eben gesagt, Horst Bertram war dein Vorbild. Ich war ja Straßenfußballer. Ich durfte ja nicht in den Verein. Meine Mutter wollte das irgendwie nicht. Und ich war das erste in meinem Stadion. Da durfte ich, weil mein Straßenkumpel Cornelius, der war schon 14, ich war 12 und dann durfte ich mit sonntags. Und da war das erste Spiel, was ich gesehen habe, auf Rote Erde. Und da war Horst Bertram im Tor und ich war Torwart, Horst Bertram war Torwart, war die Sache klar. Und da hatte ich dann das erste Mal, damals haben die Jungs ja alle noch einen Halbtagsjob gehabt, ne, in der guten alten Amateurzeit der Regionalliga. Und da hat er ja bei Sporthaus Schmidt gearbeitet, die Älteren erinnern sich vielleicht. In den Ackern. War das nicht da? Das ist irgendwo in der Brückstraße gewesen. Okay. Ja, ja. Auf jeden Fall, ich kaufte mir einen orangenen Kapuzenpulli bei Horst Bertram. Ich war fast in Ohnmacht gefallen, nie gewaschen das Ding. Das habe ich ja bei ihm gekauft, der arbeitete da damals. Also so war die Verbindung einfach, dass man sich natürlich so seine Vorbilder dann irgendwie sucht. Ne? Ja, wir haben eben schon vom Umbruch gesprochen, von den jungen Spielern. Welcher der jungen Spieler begeistert dich am meisten? Auf jeden Fall Dembele, das ist wirklich ein Junge, der den Unterschied immer ausmachen kann. Ein überragender Fußballer, dieses Tempo, diese Geschwindigkeit und dazu diese Ästhetik, also das ist ein Rieseneinkauf für dich. Heißt der jetzt Dembele oder Dembele? Jetzt klettern wir mal auf. Die Intellektuellen sagen Dembele. Wie sagt er denn selber? Das ist das Allerwichtigste. Ich heiße ja auch nicht Bier, ich heiße ja Bär. Nein, weil der schreibt sie mit dem Akzent. Der Us. Wie würdest du es denn? Us geht auch, ist klar. Ich glaube, der würde selber es auch nicht genau wissen, weil er weiß ja auch nicht, was, ob er rechts oder linksfuß ist, von daher. Also, was lösen wir heute? Das sagt er wirklich? Ja, ich habe so ein Interview von ihm gesehen aus Frankreich-Zeiten, also bei Rennes. Da haben die ihn gefragt, welcher sein starker Fuß ist. Da hat er gesagt, ich glaube rechts, also nagel mich jetzt nicht fest, jedenfalls hat er gesagt rechts. Und dann haben die gefragt, ja, warum schießt du dann die Ecken mit links? Ja, weil ich das auch gut kann halt. So. Ja, aber auch außerhalb des Spielfelds sind die Anforderungen natürlich ganz anders geworden. Ich meine, wir sind damals nach dem Spiel noch in eine Kneipe und haben einen getrunken in Dortmund. Das geht heute nicht mehr. Dann kommen 25.000 Bilder in Facebook, Twitter, Instagram, was da alles gibt. Ja. Das ist aber auch ein Nachteil, finde ich. Ja, total. Aber wie gesagt, es liegt halt auch ein bisschen an dem iPhone halt oder generell an den Handys, dass es heutzutage so schnell geht. Ich meine, ich glaube, wenn man... Was gehen wir zurück, 15, 20 Jahre zurückgeht. Ich glaube, dass nach jedem Sieg waren da bestimmt die Jungs, die damals hier gespielt haben, am Wochenende noch mal draußen, wie du gesagt hast, in der Kneipe oder sind sogar noch richtig auf Party gegangen. Und das ist, stimmt. Das ist halt einfach nicht mehr möglich, weil selbst wenn du so jetzt in meiner Länderspielpause, wenn du jetzt mal rausgehen würdest, würden trotzdem Leute zu dir kommen und würden sagen, geh mal lieber trainieren. Oder? Ja. So halt, das ist aber neu. Ja, das ist ja normal geworden. Ich meine, das jetzt mit den Jahren nimmt man das dann auch mit einem Lächeln und dann ist alles auch okay. Gibt es da Parallelen zum Stadion? Die Privatsphäre bleibt natürlich auf der Strecke. Ja. Ja. Also ich kenne es auch, weil es im Stadion natürlich gibt die Leute, die können im Vorbeigehen ein Selfie mit dir machen. Andere streiten sich sofort mit ihrer Frau. Ich habe dir doch gezeigt, wie das geht. Ich möchte gerne auf meinen Platz jetzt. Aber das kennen wir natürlich als Schauspieler genauso. Also die Autogrammkarte wird gerade abgelöst durch Selfie. Ja. Also,
Das ist auch ein Stück weit Schmerzensgeld, was ihr bekommt, finde ich dann eben. Die Gehälter sind gestiegen, weil die Lebensqualität eines Profis leidet extrem, ja, weil man eben danach nichts mehr machen kann.